Zu einer weiteren Folge Tourist Bus Simulation mit mir, dem Marc. Heute ist Mittwoch oder Donnerstag? Was haben wir? Montag, Dienstag, Mittwoch? Ich glaube, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ich habe die erste Tour gerade beendet in der letzten Folge. Ich wollte jetzt euch noch sagen, was sich jetzt im Büro getan hat mit dem MP und so weiter. Und hast nicht gesehen. Ich habe gedacht, komm, wir gehen mal wieder ins Büro. Da wollte ich euch jetzt einfach mal mitnehmen. Deswegen habe ich schon eingeschaltet. Der erste Mitarbeiter gehen die Nebenraum, klicke dort auf Aktenordner auf dem Schreibtisch. Boah, das ist mein Büro. Voll geil. Mitarbeiter. Klicke auf diesen Button, um den Arbeitsmarkt zu öffnen. Klicke anschließend auf den Bewerberliste. Genau. Jetzt anklicken. Alle Mitarbeiter. Fahrer, Mechaniker, Reiseleiter, Arbeitsagentur. Driver. Driver, 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 Driver. 2 Sterne, 1 Stern, 4 Sterne. 4 Sterne, oh, die kriegen aber auch gleich richtig gut Geld. 7 Sterne. Ich könnte am Gehalt noch rumschrauben. Lassen wir einfach so. Oh. Gut. Wollte ich jetzt nicht, aber dann haben wir jetzt einen Mitbewerber. Es ist ein Fahrer. Ernst Heilbrick, 7 Sterne und sonst relativ gute Bewertung. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen gucken, wird morgen bei Reiz eintreffen. Geh einfach zum Kalender und überspringen die Zeit bis morgen. Aber auf jeden Fall, weil ich möchte ja meinen Fahrer auch Arbeit geben. Wir sind am 3., ich muss auf den 4. Der neue Herr Mitarbeiter ist eingekommen und steht nun zur Verfügung. Hol dir einen neuen Auftrag. Aufträge. Ja, das haben wir schon begriffen. Neuer Auftrag. Was haben wir hier? 1,40 kurz. Nehmen wir den nur einfach an. Auftrag. Geht zur Pinwand, um die Schicht auf... Genau. Also wir müssen jetzt Schichtvergabe machen. Fortsetzen. Ah, hier sind... geil. Hier sehen wir den Linienweg. Hier, hier sehen wir auch die Haltestellen. Finde ich ja voll geil. Fahrdienst... Touristen, Sightseeing-Plan, Fahrer zuweisen, Mark, erstmal Heining, mit dem Lions Coach fährt er den morgen, ich habe ja auch sonst nichts anderes, von daher können wir den auch schließen, öffne den Kalender und springe 2 Tage vor, auf den 6. Erfolgreich von der Mitarbeiter abgeschlossen. Öffne nun wieder die Fahrplanverwaltung im Menü Fahrzeuge. Fahrplanverwaltung, ist das das? Nee. Fahrplanverwaltung, ist das das da? Oh, kann ich erinnern? Achso. Die Fuhrparkverwaltung. Aufträge. Schichtplan. Was ist das? Inventar. Fahrzeuge. Fuhrparkverwaltung. Hey, was ist das denn? Oder hierhin? Wahrscheinlich hierhin. Oh. 102. Erste Mitarbeiter. Hä? Der leuchtet so.
7.6.2018. 7.6.2018. Genau. Wir fahren jetzt halt selber. Ich habe jetzt irgendwie noch nicht ganz, was der mit der Fuhrparkverwaltung versteht. Da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Deswegen fahren wir jetzt erstmal noch ein Röntchen. Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Gut, dass mein Navi... Ach, mein Navi macht doch mal. Wir suchen da gleich nochmal. Ich wollte jetzt erst nochmal fahren. Ich will... Oh, eng. Also sag ich mal so, der Flughafen ist hier Dreh- und Angelpunkt wahrscheinlich von der Karte. Shit, man schaut da gefahren. Das wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit da rumstehen, weil ich eigentlich was anderes machen wollte, aber ich habe es jetzt auch A nicht gefunden und ich bin einfach nur doof. Aber die Berge. War ganz gespannt, wann wir den tanken müssen und so weiter. Und ich muss jede Tour erst einmal selber fahren. Naja, ist halt auch nicht verkehrt. Im Endeffekt. Ich muss einmal selber fahren. Ich habe jetzt noch 8 Minuten Zeit. Wir fahren jetzt ganz entspannt. Ich trinke noch einen Schluck. Und dann war ja Gesprächsthema Weihnachtsvideos. Wir werden es nicht so wie in den letzten Jahren halten, dass wir um 24. und am 31. Videos produzieren. Extra Videos, extra lang, extra strong, extra Themen. Wir werden es dieses Jahr so halten, dass wir eine Retro-Woche machen. Das heißt, jeder von uns hat Retro-Spiele, sei es in seiner eigenen Steam-Bibliothek oder sogar in seiner eigenen, oder sogar noch als CD-Version teilweise. Das heißt, jeder wird so 3, 4 Spiele spielen. In der Zeit wahrscheinlich insgesamt so eine Stundenfolge werden wir davon machen, was sonst lohnt halt nicht. Für eine halbe Stunde irgendwas machen lohnt nicht. Aber ich denke mal so, Baumarkt Odin entdeckt. Schön. Ich denke mal, so eine Stunde wird das wohl laufen. Das heißt, jeder wird dann so sich so ein bisschen Retro angucken. Ich habe mir wahrscheinlich schon was ausgeguckt. Ich denke mal, ich werde Bus-Simulator 2009 hätte ich Bock nochmal drauf, den wieder zu spielen, mit Lenkrad und alles mögliche. Wenn das mit Lenkrad überhaupt geht, weil das ist von 2009. Also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der nicht mit Lenkrad funktioniert. Dann natürlich Bus-Simulator 2012 vielleicht. Aber was da genau kommt, können wir selber noch nicht genau sagen. Also da überraschen wir, lassen uns selber noch ein bisschen überraschen. Weil wir erstmal gucken wollen... Vor allem auch, wer hat da Bock drauf? Also, Bock haben wir da alle drauf, haben wir gesagt. Aber vielleicht hat auch irgendwelche Leute Spiele doppelt zum Beispiel. Kann ja auch vorkommen. Und nicht, dass wir da irgendwie, dass wir da irgendwie irgendwas doppelt haben. Deswegen werden wir uns davor nochmal beratschlagen, haben wir am Freitag uns vorgenommen. Ich werde nämlich gleich auch noch nach den Aufnahmen durch meine Schränke wühlen und gucken, was ich, worauf ich Bock hätte. Weil jeder hat ja, sag ich mal, so seine eigenen Retro-Favorite-Spiele, die er ganz gerne spielt. So, dann mal rein in die gute Kugel. Und da werden wir, wenn wir natürlich so jeder eine Woche, das heißt so an unterschiedlichen Tagen, werden wir, denke ich mal, unterschiedliche Videos bringen. Ich denke mal, da wird alles dabei sein. Jeder wird, sag ich mal, sein Lieblingsspiel haben. Warum steigt die Tusse da jetzt nicht ein? Doch, die steigt auch ein. Und von daher denke ich mal, wird das auf jeden Fall ganz nice. Na gut, alte Projekte können wir nicht aufleben lassen, weil das vielleicht auch technisch gar nicht so einfach ist. Weil richtig alte Spiele zu spielen, weil wir benutzen jetzt Windows 10 und so, da ist das teilweise schon etwas schwieriger, da etwas
ältere Spiele drauf zu spielen. Aber ich denke, sage ich mal, die gehen, werden wir uns denken. Natürlich müsst ihr dann damit leben, dass das vielleicht ein anderes Bildformat ist. Andere Qualität ist natürlich auch ganz klar. Wenn ich mir jetzt nur hier angucke, ich habe gerade geguckt, 5,5 GB für eine Fernbusfolge geht sogar einigermaßen noch. Da bin ich mit Rainbow oder LS teilweise wirklich mit um die 20 bis 60 GB teilweise etwas schlimmer dran. Ich weiß gar nicht, warum das nur so wenig ist, obwohl die Quali auch on top ist. Also ich finde die auch gar nicht gut. Könnte ein bisschen mehr Vegetation sein, aber vielleicht muss ich da einfach meine Einstellung mal ein bisschen rumprügeln. Auf jeden Fall ist das so unsere Idee bisher gewesen. Dass wir da so eine Retro-Woche machen, wo wir einfach mal wieder Retro-Spiele auspacken. Da war Adrian jetzt ja auch wieder aufnehmen kann. Er hat seinen neuen PC. Die neue Grafikkarte müsste auch diese Woche bekommen. Oder zumindest müsste... das Schild kam aber spät. Müsste die Grafikkarte zumindest relativ nahe kommen. Er kann zwar jetzt auch schon aufnehmen. Er hat eine interne Grafikkarte auf... Also die interne Grafikkarte von Mainboard, davon rede ich jetzt gerade. Die wird aktuell angesprochen. Und... Ja, so... Ach nee, ich kann... Gibt doch eine Karte. So, jetzt fahre ich nach da oben. Oder fahre ich... Achso, genau. Das war zumindest unser Plan. Inwieweit wir das umsetzen können, weil ich gucke gleich wirklich nach den Aufnahmen einmal meinen Schrank durch, was da so in der Zone steht. Vielleicht hat auch einer wirklich, wie gesagt, was doppelt. Wir wollen ja nicht doppelt bringen. Natürlich im Endeffekt fragen noch, ist es wirklich möglich, sag ich mal, die vier Spiele oder drei Spiele, die wir uns aussuchen, wirklich aufzunehmen? Vielleicht geht das auch technisch gar nicht, weil, wie gesagt, Aufnahmeprogramm macht Mucken oder. Und daher kann es eigentlich immer dazu Schwierigkeiten kommen. Und dann haben wir halt so die Befürchtung, dass, oder ich zumindest die Befürchtung, dass es teilweise einfach ein bisschen schwierig werden könnte, dafür zu sorgen, dass alles so reibungslos vonstatten geht. Aber das werden wir dann sehen. So, wir fahren jetzt hier. Jetzt entspannt zur zweiten Haltestelle. Hier will sich den Bus immer umschmeißen. Ich finde die Vegetation bisher noch ein bisschen mager, aber ich denke, dass man meine Einstellung noch ein bisschen geschuldet. Aber wie gesagt, da wird ja auch dran gearbeitet. Ich hoffe einfach, dass... Sprungschanze... Oh, ist es echt. Ich hoffe halt einfach, dass wir gut vorankommen, dass das Spiel ohne Probleme aufzunehmen ist. Weil es ist immer so gesagt, vielleicht... Kann wieder eine Woche gut gehen und dann, weil ich habe schon von vielen gehört, dass die Schwierigkeiten hatten mit Aufnahmeprogrammen und so weiter. Ich habe auch selbst gerade rum experimentiert und wollte eigentlich kommen, könnte es auch eigentlich mit OBS aufnehmen, aber das war noch schlimmer, als es wahrscheinlich jetzt noch ist. Ich hoffe, das Codieren macht das gleich nicht ganz kaputt, weil teilweise war das schon etwas schlimm, die Qualität davon. Aber ja, kriegen wir hin. So, sind wir an der zweiten Haltestelle so schnell angekommen. Oh. Möbelgeschäft. Oh. Das haben dann Leute, die hier auf Urlaub sind, auch richtig nötig. Die Haltepunkte sind auch so unheimlich weit weg. In den Haltepunkte kriegst du auch drei locker zocker, ich fly zwei Busse rein. Da mal so um sie siehst, ey, da quälst du dich mit dem Gelenkzug rein und denkst, oh Mann, ey, voll scheiße der Wix. Da quälst du dich echt ins Halteboot rein und denkst, oh Mann, ey. Das ist das Schönste, mal ist nichts los. Morgens. Vorstellen, dass es da auch teilweise noch wirklich Stunden gibt, wo du dann denkst, oh mein, schlimmer wie im Ruhrgebiet. Ja, wo wir jetzt fahren, jetzt fahren wir nach oben, wir müssten genau da jetzt sein, jetzt fahren wir nach da oben. Da oben werden wir, denke ich, mal wieder drehen und zurückfahren.
Aber die tut dort noch ein bisschen. Das heißt, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zur weiteren Folge Truth Bus Simulation mit mir, dem Marc. Bis dann, danke. Ciao.